Aua. Weg an. Ja. Ah. Ah, ja. Ah ja. Der jetzt aber. Okay, ja. Nice, danke. Dran. Man darf dabei nicht rollen. So ein Schlingel, so ein Schlingel, so ein Schlingel. Heucht erst an und dann greift er doch wieder mit dem nächsten an. Mhm. Nice, das war's mit dem. Finishen, finishen. Ja. Nein! Nein. Vorher gedespawnt. Oh nein, jetzt hat er wieder volle Leiste. Ja, Sir. Nein. Ah, das bringt nichts. Ich bin jetzt unti. Weil hier hin. Genau just in time, ne? Wenn der hier durch ist, ne, kommt direkt der Brock. Ne, es trifft dich auch hier, lol. Das sind meine Seelen. Aha. Du spielst Elden Ring mit Rüstung und Zaubern und hä? Was ist das denn? Jo. Alter, ja, okay. Keine Ausdauer mehr zum Rollen, glaube ich, gehabt mit Showbotted. Das ist ein schwieriger. Wo sind wir eigentlich hingekommen? Schatten, Bergfried, Kirchenwitze, ne? Wer kennt die nicht? Genau. Hat sich irgendwie nicht so effektiv gefühlt hier mit dem Maid. Der hat irgendwie nichts davon gemacht. Nur die Blume wieder. So. Großschildsoldaten sind, glaube ich, auch nicht sehr effektiv. Ich glaube, das ist schon ganz gut, das Set, was ich habe jetzt für den mit dem Feuer. Dein Dude war eigentlich ja auch nicht schlecht. Er hat sich geheilt, als er low war und so. Ich glaube, das ist immer übel strong, wenn er das halt auch kann. Ja. Josh. Der hat mir auch einmal eine Rec-Erweiterung gegeben. Rec-Erweiterung. Ganz kurz fragen, wie das ist mit dem Essen. Wann seid ihr grillen? Ja, die wollten grillen. Aber kann auch sein, dass das schon gelaufen ist. Sonst hätte ich dann da eine kurze Pause gemacht, einfach um runterzugehen, was essen. Ein bisschen gehen. Auf jeden Fall null Seelen, ne? Das heißt, die anderen Seelen sind schon verbraten. Daniel. So.
gut. Ja, keep it going, ne? Einfach dranbleiben. Genau. Nice. Oh nee, ich dachte, du wärst auch durch. Weil ich nehme den ersten Hieb hier. Ah, nicht gedodged. Jetzt aber. Blutverlust. Ja. Nee, doch chillig. Ja, dass die nicht direkt alle kommen, dadurch kriegt man halt safe irgendwie Damage dann, ne? Ja. Da wird gerade gegessen, aber klar. It's too late to apologize. Hier, ne, für einen schnelleren Bock. Oh, so ist mein Double ist auch fast dead. Ah, dann ist mein Double jetzt auch dead, oder? Naja, noch hat lebt er. Nice. Hast du? Ja. Sehr gut. So, so in Holen. Er fährt einfach nicht nochmal. Nein. Ich hab Bock. Jetzt aber. Jetzt fährt er doch nochmal. Oh nein. Macht einfach andere Dinge. Ah, Kälte ist halt wirklich schlecht gegen den. Auch wenn er jetzt den Kältebock hat. Er hat den lieber auf Neues. Hä? Wieso kann ich den nicht mehr machen, den Zauber? So, jetzt kommen die Feuerbälle, Junge. Hahaha, ja. Das schmeckt. Ah ja. Achso, ja, okay. Fällt mich jetzt um. Haben wir einen Segen hier? Warte. Ja. Stimmt, was eigentlich mit dem Defensivspell? Ah.
er ist gleich weg. Na, ist ja, wichtig. Ja. Muss ich heilen. Ja. Push nochmal auf. Ja. Nein, jetzt. Mach. Okay, okay, okay. Da ist noch vorgeschädigt. Kein Healpot mehr. Komplett um. Oh no. So, letzter Healpot getoppt. Regeneration ist jetzt alles, worauf wir setzen können. Was ist denn nah? Dass das trotzdem immer Schaden macht, ne? Ja. Nein. Ich hab. Regeneration habe ich. Falls das weg war. Nee, das war Instant Heilung. Justus macht das viel Schaden. Eingerollt hier. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Segen? Da. Ich bin gleich drin, ne? Gleich. Ich sehe schon das Licht. Ganz giftig immerhin. Ja, immerhin das geht, ne? Nein! Noch gerissen rein. Kein Wollen. Jawohl. Ach so! Ach so! Macht einfach noch eine Explosion, ne? Oh, zwei, dreimal. Ja. Ja, okay, da will man einmal was machen. Da will man einmal was machen, dann macht er noch den nächsten Hieb. Ey, warum macht er denn auf einmal zwei Explosionen? Wann hat er sich denn das angeeignet? Also, ja gut, so weit in Phase 3 waren wir noch nicht, ne? Okay, dann macht er nachher einfach doppelt. Crazy. So, für die zitternde Sicherheit. Die zitternde Sicher. Sitterich. Die sittere Zwischenung. Sicherich. Ich hole einfach mein Double später, glaube ich. Du kannst mit deinem anfangen. Für die Prox. Okay. Ne, und dann hole ich meine später. Ich glaube, das ist der Trick. Mhm. So. Angriff. Wir beginnen. Warum ist der direkt sauer auf mich? Ich hab noch gar nichts gemacht. Im Gegensatz zu dir. Finch. Ah, oh, diese Feuerspells, ne? Alter, die gesamten Feuerexplosionen. Oh,
Aber ich hab's geschafft, das in-time zu rollen. Verlust, perfekt. Ah, sehr gut. Oh, eine Inner Wall. Ich glaube, der ist jetzt knocked. Ja. Steht da schon ready, sehr gut. Ja, hier sind diese Feuerwelle echt, also diese Köpfe echt strong. Mhm. Immer so an die 1000 Schaden an denen. Sehr gut. Natürlich. Aber wenn er gegen eine Wand chargt, dann geht er glaube ich direkt nicht wieder hin. Also nicht direkt danach. Viele Feuerexplosionen. Ja. Okay, das macht ihn richtig fertig gerade. Ja, also mittlerweile, also langsam weiß, was er macht. Ja, okay, er kommt nicht. Ja, Gamer. Ah. Okay. Ah, Baby. Jo, perfekt. Optimal. Okay. Spart auf jeden Fall den einen oder anderen Pot. Der wieder weg, ne? Ja. Oh, wieder laufen. Dann ist er jetzt auch auf mich. Egal, hier ein Shadow. Mhm. Ah, er hat es jetzt gleich hinter sich. Ja. Jetzt, oder? Ja. Yep. Habe ich. Ist ja schon mal den Siegen vorbereiten hier, den letzten. Ja. Gegen. Ja, gerollt. Perfekt. Ja. Mein Double so, nö, ich mach den weiter. Der kennt da nix. Schlägt den mit dem Zauberstab, ne? Wenn ich sowas sehe, werde ich immer sauer. Beste. Okay. Wenn es jetzt nicht komplett passiv ist, der jetzt dead. Junge, guck dir das an. Ja, beides gerollt. Dreimal! Aber der müsste jetzt sein. So viele Feuerbälle. Ah, das war's. Sehr gut. Skarabäen ausgerüstet. Ach, zu spät. Kurz eingerüstet, dann ausgerüstet. Vielleicht war es genau in der Sekunde. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall. 706.000 Seelen. Ich hatte davor 400. Ja, also ich habe 286.000 bekommen. Fuck. Ja, krass.
Da sind wir hier auf dieser komischen Fäule-Ebene, ne? Drei Phasen, du hast Mensch. Ja, war cool. Also ja, war, jede Phase war ja nicht so, so schwer im Prinzip, aber mit drei Phasen, also wenn ich jetzt ganz alleine gewesen wäre, hätte ich glaube ich lange, lange, lange an diesem Boss gehangen. Ja. Ja, krass, das ist schon heftig. Gut, ja, dann würde ich sagen, mache ich doch kurz mal eine Essenspause. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht mit Essen. Ja, ich denke, da schließe ich mich dann an. Okay, wie lange kannst du denn heute? Vorbereiten. Ich denke mal jetzt nicht bis Ultimo, nicht, wird es nicht zwei, aber maybe so 12 oder so. Mal gucken. Okay, okay. Na, das passt ja perfekt. Ja. Ja, gut, dann. Zu Ritter der Tafelrunde hast du dich geworbt. Ja, genau, genau. Na gut, dann kann ich auch noch mal kurz gucken, was da so gibt, ne? Ah, das stimmt, ja. Aber ich habe jetzt für das Schlafschwert habe ich jetzt genug Intelligence. Nice. So. Also Wildschweinreiter-Ding. Aha. Die Lanze stelle ich mir sehr nice vor. Wirbelnder Schwertstoß. Beschwört Felsklingen aus der Erde. 48. Man kann einfach eine Sonnenblume als gigantische Waffe haben. Schattensonnenblumenkopfnuss ist die Fähigkeit. Aber du kannst diese 1000 feuert ein Hagel aus goldenen Geschossen auf Gegner ab 58 Glaube. Krass. Soll ich noch 8 mehr? Speer des Fählers, Mesmerangriff und 60 Glaube, Mesmerkugel. Yo. Formt Mesmers Flamme zu einer riesigen Kugel, die auf den Gegner zuschwebt. Aha. Crazy. Klingt auch sehr krass. Ist halt alles Glaube wieder, ne? Das ist, bis auf dieser eine Spell, diese Steinklingenweisheit, ist alles Glaube. Ja, ich nehme mal diese Steinklingen jetzt, ne, weil das einzige Weisheit ist von dem Schweinreiter. Ja. Da sollte man die Schwertlanzen multiplizieren. Schwerkraftstoß ist bestimmt nicht schlecht. Ich glaube, die multipliziere ich, die Seele. Bär des Fählers, also. Also die Sonnenblume nehme ich auch, weil gigantische Waffe und lustig. Brauche ich 25 Glaube für, kann ich es da nicht tragen, aber stell mir witzig vor. Ja, und 60 Glaube, da brauche ich mir gar nichts vorzumachen, das werde ich niemals haben, dann nehme ich auch den Speer des Fählers. Einfach um die Waffe zu haben. Aber müssen mal irgendwo. Warte, irgendwo hatten wir doch noch tatsächlich irgendwen gelegt zu multiplizieren vom Murk, oder? Da war doch noch was. Mesmers Helm und die Rüstung von dem darf man auch ziehen. Mesmers Rüstung. Mesmer mein? Gaius. Ja, Gaius sieht geil aus, ne? Oh. Schon überlegt. Kann man mal kaufen. Ist jetzt auch gar nicht mal viel schwerer. Diese Gaius-Rüstung ist auch besser. Sieht aber kacke aus. Aber das ist halt wesentlich schwerer, ne? Bitte? Gaius hat keine Beinschienen. Nun. Ja. Keine Schuhe. Ja. Ist doch hübsch. Ist doch hübsch. Gaius Stulpen. Mhm.
Ja, gut, aber so eine fette Sonnenblume hat schon was. Jo. Geil. Lol. Einfach eine rechts und links eine Sonnenblume nehmen. Ja. Wo konnten wir die Seele jetzt duplizieren gehen? Also, wir sind auch kurz bevor wir zu Mog gegangen sind, um ins DLC zu Ja, das war gehen. bei Schloss Soll, ganz im Norden. Angrenzend Schloss. zum Baum sozusagen. Auf der Am rechten Dach Hälfte von. oder. Er ist direkt Nee, direkt davor beim davor. Haupttor. Ja. Beim Hauttor. Oh, mein Magen, ey, der rumort so. Vielleicht, weil ich heute noch Gichts gegessen habe. Ja, tatsächlich, hier war das. Wir Habe ich müssen was merken, gegessen? Mesmer und Sonnenblume verdoppeln. So, jo, man kann einfach alles auswählen. Oh. Okay, ich nehme Mesmer doch trotzdem sofort. Schweinereiter. Ist auch so geil, dass man halt unabhängig von dem anderen gerade reisen kann. Ja. Das ist schon sehr gut jetzt. So Das ist schon gut, eine ne? sehr angenehme Änderung. Ah, so weg. Okay. Okay, das Moveset von der Sonnenblume ist witzig. Das schlägt irgendwie immer von oben. Bei schweren Angriffen. Schlägt von oben. Ja. Sehe dich gar nicht auf der Map. Wo bist du denn? Ja, Schloss Soll immer noch, ne? Aber. Lol. Da bist du bei mir nirgendwo. Aber mag ja nichts. Egal, ich bin jetzt auch da. Ja. Kurz gucken, was die Waffe kann. Ah, da bist du ja. Der Map Jo. wirst du gar nicht angezeigt. So greift man halt nochmal schwer an. Nice. So, sonst normaler Knüppelschlag mit Ist doch auch, Drehung. ja, ist auch normal, ne? Die Fähigkeit. Bam. Nice. Ah. Ging der LOL. mal fremd? Nice. Hast du Ja, auch dir bei mir den einmal Speer des gemacht. Fehlers geholt? Ja. Mit 35 Glaube, spam mal die Fähigkeit. Ist ja insane. Also es ist so ein Speer, wie man es vom Moveset her kennt. Wenn du einen schweren Angriff hast, jung, dann wirfst du den. Ja. Dann brennt der einfach, wenn er 35. ankommt. Oh. Ne, 35 geschickt habe ich nicht. Aber mach mal schweren Angriff. Ja, oder das Okay, okay, Spam, ne? okay. Das ist auch nicht schlecht. Hallo. Oh, lol. Das ist schon Das ist insane. sauweit. Was der wohl macht, wenn du die Fähigkeit hast, ne? Mit diesen Feuerangriffen macht er dann halt bei Mesmer, ne? Oh. Ist Ja. schon geil. Diese neuen Waffen sind schon Kann alle ich vom Moveset her freuen. sehr nice, muss man sagen. Ja. Und das hier ist diese Schwertlanze vom Schweinereiter. Ah, ja. Ah, okay, das ist Danke. so einer. Ja, da kann man dann auch am Schild so vorbeistechen. Nice. Ja, okay, also ganz normales Moveset wahrscheinlich. Ja. Ja, okay. Okay, nice, nice. Kann man sich damit durch die Luft bewegen? Ich frage für einen Freund. Ist ja schon ein weites Movement auch wieder. Not bad, Ah not ne, man bad. bleibt am Boden. Das ist schon funny. Das war jetzt nicht so gut, wie ich gehofft hatte, aber das ist schon sehr funny. Da finde ich diesen Mesmer-Speer richtig nice, dass du mit schwerem Angriff einfach den Speer wirfst mit so Feuerschaden.
Gefühlt müsste ich ein bisschen respecken, damit ich diese ganzen Glaubenssachen dann auch noch mitnehmen kann. Also einfach nur die Waffen, nicht mal die Fähigkeiten. Ein paar Fähigkeiten zwar auch, aber gut, und zu allerletzt machen wir jetzt den Spell. Okay. Wenn du einmal drückst, macht er das so. Und wenn du lang gedrückt hältst, kommen halt drei. Das war's. Das ist ja ein giga schlechter Spell. Halt Gravitation, ne? Ja, aber der hätte ja ein bisschen imposanter sein können. Zauberzeit, ne? So. Oh. Das ist verkürzte Zauberzeit. Ah, sogar. Lul. Ja, und jetzt zum grünen Abschluss, aus Spaß einfach mal jetzt, weil ich es eben die ganze Zeit nicht hinkriegen konnte. Trinken. Und dann den Spell machen. Ah! Das ist schon geil, ne? Das ist schon eine längere Duration, wo du halt Komete hervorrufen kannst. Komete. Komete. Ja gut, ich setze mich mal wieder in die Höllenschlucht, weil das müssen wir noch komplett erkunden. Da lagen irgendwie Items rum. Mhm. Aber ich würde sagen, machen wir hier, weiß ich nicht, 20 Minuten, 30 Minuten Pause mal. Ne? Also wirklich eine richtige Pause. Ja. Also Jules ist gerade noch dabei zu kochen, ne? Dauert aber noch ein bisschen was. Wie lang denn? Und danach dann essen. Vielleicht so, weiß nicht, 10 Minuten, Viertelstunde, bis fertig ist. Essen, also. Also isst du dann eine Stunde oder isst du dann halt so 10 bis 15 Minuten? Eine Stunde könnte schon sein, dass ich da weg. Eine Viertelstunde, ja, aber dann ist ja eine halbe Stunde doch perfekt für eine Pause. Drei Viertel bis Stunde bin ich wahrscheinlich. Drei Viertel bis Stunde. Boah, okay. Ja. Okay. Eine Stunde für Essen so und Viertelstunde, bis es fertig ist. Ja, aber, dann lass mal auf die Uhr gucken. Was ist denn deine Uhrzeit, die noch human ist? Viertel nach 8:30. Hm. Viertel nach 8:30. Wir können ja 20 nachsagen. 20:20 Uhr, was sagst du davon? So grob, ne? So grob. 20 Uhr. Ja, ich muss ja irgendwas in den Streaming-Titel schreiben. Ja. Pause. So 20 so. Bis 20 Uhr. Grob. Grob. Gut, dann sag ich mal bis gleich, ne? Lass es dir schmecken. Schöne Grüße an die Jules. Und dann hören wir uns um 20:20 Uhr wieder, ne? Bis gleich.